Und damit willkommen zurück hier in meinem X-Universum. Ich bin der Shinto Aga und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jo, wir sind wieder im Geschäft. Und es wird Zeit wieder für neue Aufnahmen. Ja, also, die eine Baustelle, die wir jetzt hier haben, ist in letzte Grenze. Wir sehen. Gibt es hier nach wie vor Probleme mit Kark? So, aber wir haben hier auch den Vorteil, dass hier die Schiffe anderer Fraktionen durchaus mitmischen und hier gewisse Verteidigungsflotten haben, was uns aber nicht davon abhalten sollte. Die Gruppe Gamma jetzt ebenfalls mal loszuschicken, um ja, da machen wir, das sollte sich eigentlich ausgehen, solange da die anderen Fraktionen da jetzt auch noch mitkämpfen. Ja, wie gesagt, wird sowieso dauern, bis jetzt die ganzen M-Schiffe gestartet sind. Aber das wird schon. Ich habe da vollstes Vertrauen in meine Nemesis-Verteidiger. Wie gesagt, so ein ganz großes Gebiet kann ich jetzt nicht abdecken. Das würde ich dann wahrscheinlich auch mit Jägerstaffeln. So drei Jägerstaffeln, so mit, sagen wir mal, fünf Schiffen, die ich dann hier auf Patrouille schicke. Die würden sich dann um das Problem hoffentlich dann kümmern. So, da sind die ersten unterwegs. Schauen wir mal. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen. Das können wir auch immer noch machen. Dass wir erstmal uns nur um die kümmern. Ah, es hat ja natürlich. Naja, wir lassen sie mal machen. Das wird schon werden. So. Der ist jetzt sowieso geflüchtet, glaube ich, jetzt unser. Genau. Bergbaustation 1, ja. Deswegen haben wir das Ganze jetzt hier hin verlegt, damit die Siliziumproduktion weiterläuft. Das heißt, die können sich jetzt hier ganz in Ruhe um den Rest kümmern. Da kommt auch der letzte angeflogen. Dann schauen wir mal. Der hat doch schon ein bisschen was verloren, so wie es ausschaut, an Hülle. Das sollte man jetzt ja eigentlich direkt reparieren können. Oh, ich sehe schon, ich habe den gleichen Fehler wie sonst auch immer gemacht. Kann ich die. Nee. Müsste ich jetzt wahrscheinlich nicht von jedem Einzelnen löschen. Naja, die werden es schon erledigen, irgendwie, hoffe ich. Ansonsten, die Taktik der Bergbauschiffe ist anscheinend erstmal so, ins Nachbarsystem zu flüchten. Dann lassen die Kark auch wohl erstmal davon ab, wobei hier schon gleich die nächsten sind. Das ist aber eine Verteidigungsstation vom Heiligen Orden sogar. Also die sollten mit den Kark-Spielen fertig werden. Ja, und wie gesagt, solange die anderen Fraktionen da auch was haben, und das scheint hier der Fall zu sein, das ist in Nypoleos Glück ja nicht der Fall gewesen. Da war dann aber auch klar, dass da eine Kark-Station ist. Und ich vermute mal, hier wird auch eine sein. Deswegen lasse ich hier gerade mal suchen. Weil das sind schon ziemlich viele, die hier aktiv sind. So, mal gucken, wann die hier dann auch mal gewillt sind anzugreifen. Na, jetzt. Teleportiere mich mal hin. Hoffentlich wird er jetzt nicht allzu nervös. Fünf Nemesis mit der Ausrüstung der Nexus Narnia machen natürlich schnellen Prozess. Wie wir das gerade noch beobachten konnten.
Oh, da werden auch die dicken Plasmageschütze geballert. Das müsste der Cerberus von der Republik Antigone gewesen sein. So, hier muss aber noch was sein. Oh, da sind wir jetzt auf dem Rückflug. Ja, also Bedrohung wurde eliminiert. Bis auf das hier. Packt der grüne Schuppe noch hier, was ein Überfallkommando am Laufen hat. Aber da, das geht uns nichts an. Wir fliegen jetzt also zur Flotte zurück. Hier können wir es aber im Hintergrund auch schon erkennen. Na, ich weiß gar nicht, wie oft ich das hier in diesem Video schon wiederholt habe. Aber das sind diese Momente, die ich halt einfach lieber da Ronolan Statement zu sehen. Und auch wenn es dann öfters mal Bugs gibt oder Probleme, dass dann Sachen nicht richtig ausgeführt werden, man darf nicht vergessen, das ist halt nichts fest geskriptet, sondern das sind halt wirklich alles ja, Routinen, die im Hintergrund ablaufen und die halt auf die jeweilige Spielsituation halt versuchen zu reagieren. Gucken wir uns den Anflug noch ein bisschen an. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob die Kark jetzt auch eher hier aus Attias Unglück kommen. Oder ob die, also wie gesagt, ich muss das mal beobachten, die große Gruppe ist ja jetzt weg. Wenn die also jetzt demnächst dann doch wieder aufgetaucht ist, dann ist die Kark-Station auf jeden Fall in der Nähe. Entweder hier halt in diesem System oder halt von dort. Wenn es aus Attias Unglück kommen sollte, macht es natürlich mehr Sinn, die Flotte hier vorne vor dem Tor zu platzieren, weil da natürlich dann die Kark durchkommen. Das müsste man dann natürlich beobachten. Das ist unser neues Voodoo-Stille. Argonenzerstörer. Okay, alles klar. So, dann nutze ich jetzt die Gelegenheit, dann mich zum Hauptquartier zu teleportieren. Nachdem wir meinen Soldaten nochmal so ein bisschen über die Schulter geguckt haben. Erreiche System. Profitabler Handel. Beziehungsweise, ich müsste jetzt mal schauen, was ich als nächstes... Ich würde sagen, ich mache schon mal den nächsten Befehl. Und für ihn hier auch. Einfach zur Sicherheit. Haben wir denn noch Missionen, die wir erledigen könnten? Unsere hiesige Schiffswerft nimmt schrottreife Schiffe zu günstigen Konditionen in Zahlung. Naja, das war ja das, was wo wir Erz scannen sollten. Ja, brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. Und hier auch, weil es wahrscheinlich in Tarkas Schlucht 24 einfacher sein wird. Ja, wahrscheinlich wird es jetzt... Erweitere Hauptquartier. Nicht genug Lagerraum. Containerlagerkapazität, Feststofflagerkapazität. Oha! Das heißt doch aber gleichzeitig... Okay, warte. Ich ziehe mich erstmal in mein Büro zurück, um das in Ruhe planen zu können, weil, wie gesagt, da ist es ruhig.
Das heißt für mich, der Schiffswerft ist eventuell schon fertig oder wird es nur als fertig schon mal angesehen, weil sie ein Bau ist? Quatsch, hier muss ich hin. So. Hauptquartier, Bauplan. Ne, sie ist noch im Bau, aber es wird wohl angezeigt als... So, aber Containerlager haben wir ja schon... Gut, an die Kapazitäten werden wir wahrscheinlich nicht rankommen, aber Feststofflager müssen wir noch anbauen. Da haben wir auf jeden Fall nicht genügend von. Würde ich jetzt denken. Ist dann nämlich die Frage, ob wir dann gleich die ganzen L-Dinger hier mal verbauen. Wie gesagt, lieber zu viel als zu wenig. So, genau. Da haben wir jetzt einen dran. Passt hier drüben auch einer dran. Oh, nee, das war... So war das nicht gedacht. Genau. So, übernehmen wir die noch mit dazu. Wie gesagt, also das sehe ich jetzt nicht so als großes Problem. Wenn wir hier einfach noch etliches an Lagerkapazitäten ranklatschen. Also ich gehe mal von aus, dass beim ersten Innensektor-Teleportation ja alle Module mit teleportiert worden sind. Dass das auch außerhalb des Sektors funktioniert. An dem sind wir ja gerade dran. Warum jetzt allerdings so ein großes... Also Containerlager sehe ich eventuell noch ein, warum wir da jetzt so ein großes brauchen. Warum wir jetzt allerdings... Ja. Gut, wir bauen einfach, wie gesagt, tut uns ja nicht weh. Klar könnte man jetzt auf Kosteneffizienz achten und dass wir nicht zu viel bauen und bla und blub, aber ich glaube, also ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, ich bin schon an so einem Punkt im Spielstand, wo das jetzt ganz gar nicht mehr so mega relevant ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, wie sieht es bei der Antimateriewandlerfabrik aus? Da stockt auch gerade alles. Aber sie nimmt auf jeden Fall Konturen an. Ja, hier sieht man es eigentlich ganz gut durch die Verbauung von Terraner-Klamotten. Ist natürlich die durch den Mischmasch jetzt durch alle Module aller Fraktionen macht das farblich natürlich jetzt nicht unbedingt einen sehr geordneten Eindruck. Aber ich sage mal, es gibt Schlimmeres. So, hier kommt auf jeden Fall weiterer Nachschub. Ich würde auch gerade sagen, kam mir so wenig vor, aber ich war hier an der Scrollgrenze. Ja, nach wie vor Höhenteile. Ja, man kann aber auch sagen, die hat so ein bisschen den Look von so einer recycelten, also alles mögliche recycelten Kram. Und ja, wenn man so will, ist es eine Station hauptsächlich auch aus recycelten Xenon-Schrott, die wir in Hatikvas Entscheidung 1 an unserer Recyclingstation quasi herstellen. Ne, da kommt ja, denke ich mal, nach wie vor der Hauptteil der Höhenteile und Anodronik her. Ja, aber hier wird es auf jeden Fall noch dauern, bis die sinnvoll was produzieren können. Schauen wir hier. Ja, hier wird aber auf jeden Fall wieder weiter fleißig gebaut. Sind doch noch einige Antimateriewandler da, dass ein paar gebaut werden können. Ich denke, das passt. Ja, und Höhlenteile. Ja, wenn ich keine Station mehr baue, werden auch weit mehr Höhlenteile zur Verfügung stehen, die jetzt hier eingelagert werden können. Ich glaube auch Höhlenteile ist das, was am meisten verbraucht wird, um hier Schiffe bauen zu können. Gut, ja, aber das heißt, ich werde noch ein bisschen warten müssen.
bis hier das Ganze halbwegs fertig gebaut worden ist. Der will Credits haben. Ja, gut, klar. Logisch will er Credits haben, aber wir kommen ja so eigentlich ganz gut klar. Ah, der Bollwerkhändler bringt auch schon von sich aus Nanotronik hierher. Ja, wollte ich zwar eigentlich vermeiden, aber jetzt haben wir doch wieder zwei Baustellen gleichzeitig. Aber gut. Ja, würde sagen, lassen wir ganz ein bisschen mal ein bisschen Zinser laufen, einfach. Voll ist es hier langsam geworden, ja. Ja, brauche ich ja fast dann auch die ganze Abdeckung nicht mehr, wenn ich meine Station dann verlege. Der gebaute Hoppjäger, der fliegt jetzt auch seinem Ziel entgegen. So. Ja, vielleicht dann doch einfach mal gucken, was wir hier noch eventuell Seminar für Crew mit 2 Sternen, aber auch schwer. Was müssen wir denn machen? Ein Konsolenhack, eine Schiffsbeschaffung, profitable Gebiete identifizieren, nochmal eine Schiffsbeschaffung. Also Schiffsbeschaffung ist jetzt die Frage, selber bauen? Oder entern? Beides können wir natürlich machen. So. Ja, wir müssen ein Schiff bauen. Müssten wir, weil ich mal davon ausgehe, dass es sich eventuell um kleine Schiffe handelt, mittlerweile auch selber herstellen können. So, Konsolen-Hack ist eigentlich relativ einfach. Ja, also das gibt jetzt die meiste Kohle. Die Schiffsbeschaffung kommt darauf an, plus 50%. Sollte sich aber rentieren, da wir ja wie gesagt das Ganze selber herstellen. Und hier müssen wir wahrscheinlich einfach nur Ressourcensonden aussetzen, würde ich mal sagen. Wir nehmen es mal an. Wir nehmen es einfach mal an. Und wir sollen Handelsterminal docken. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was wir jetzt davon brauchen. Aber das ist ja kein Problem. Wir nehmen jetzt einfach mal von jedem eins mit. Könnt ihr später wieder hier einlagern. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Alles klar. So, wo ist die Nexus Narnia? Da. Einmal hin teleportieren. Nemesis, Verteidiger. Die gammelt hier irgendwo rum noch, ha? Ja, die gammelt hier vor der Station rum. Naja, gut. Von mir aus. So, den Datenresort müsst ihr eigentlich auch schon haben. Da habe ich aber, glaube ich, noch keine. Keine Sonder ausgesetzt. Navigationsbarke meine ich.
So, das sollte der leichteste Teil werden. Undock-Erlaubnis erteilt. Hallo. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Für wen machen wir das eigentlich? Welche Fraktion? Für die Teladi-Handelsgilde. Wir sind auf einer Teladi-Station. Warum sollten wir jetzt... das verstehe ich jetzt nicht. Die eigene Fraktion hacken. Das ergibt für mich erstmal keinen Sinn, aber wir schauen einfach mal. So, keiner hier. Handelsterminal sollen wir hacken. Lagersystem. Konstruktionsanlagen. Handelsterminal. So, schön. Wie gesagt, den Grund verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh ne, habt ihr jetzt die Nexus Narnia in den internen Hangar verbannt? Bestimmt. Wieder irgendein anderes Schiff landen will und ihr keine Kapazitäten habt hier. Wollen wir wetten? Oder? Oder ich bin auf einem anderen Deck. Oder ich bin auf einem anderen Deck. Ja. Das ist im inneren Hangar. Wahrscheinlich muss jetzt eins von den M-Schiffen jetzt erstmal landen. Bevor es wieder rausgeholt werden kann. Ich denke mal, um dieses M-Schiff handelt es sich. Ja, müssen wir einen Moment warten. Nutzt ja nichts. Ja, jetzt erwarte ich nämlich, dass mein Schiff jetzt hochgeholt wird. Na gut, auch klar, wenn da andere Schiffe landen wollen und ihre Geschäfte tätigen, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn irgendwelche Leute, dahergelaufene Leute wie ich, dann die Landebucht halt einfach belegen. Oder blockieren in dem Fall. Wenn es ja nur das Belegen wäre, wäre ja nicht so schlimm, aber man blockiert ja auch die anderen. Und ich würde es ja bei meinen Stationen auch nicht toll finden, wenn da irgend so ein Hans Bumble meine Undock... Okay, zu früh gefreut. Das ist definitiv nicht die Nexus Narnia. Wenn halt irgend so ein Vogel da die Handelsplattform quasi blockiert. So, aber ja, du hast meinen Befehl... Okay. Ist anscheinend doch woanders. Nee. Komm. Ja, dann kommt die Nexus Narnia jetzt. Geht ja nicht anders, weil er sagt mir, an der Position kommt schon. Oder ist mein Schiff schon. Und aus dem inneren Hangar erneut holen kann ich es nicht. Das heißt, da kommt sie. Na, geht doch. Bitte denken Sie daran, dass jede Kreatur, die Sie auf diese Station bringen, an der Leine geführt werden muss. Jedes freilaufende Haustier wird umgehend vaporisiert. So. Hallo.
Ach ja, was ich noch machen wollte, bevor ich jetzt losfliege. Und zwar, jetzt bin ich mal gespannt. Hier. Versorge reparieren. So. Sollte sich bei Runoline Statement ja reparieren können. Alles klar. So, dann docken wir ab. Und fliegen mal ein wenig weg. Denn ich weiß noch nicht, wo ich hin muss zum Ressourcen finden. Aber wir sollen jetzt einen Frachter bauen. So. Und zwar ein Gaia-Angreifer. So, ist also Teladi, können wir bauen. Das probieren wir jetzt auch gleich mal. Und alle Ausrüstungsslots müssen gefüllt sein. Das haben wir natürlich mit dem günstigsten, was geht. Bauschiff Größe M. Wir haben ja eigentlich alles gekauft. Da ist der Gaia. Loadout, machen wir die leichte Konfiguration. Das kostet uns kein Geld übersehen, weil wir bauen das Ding ja selbst. Alles klar. Crew passt, Schildgeneratoren, Teladi MK1, Steuerdüsen MK, also perfekt, Software, das übliche. Jo, passt. Einkaufsliste hinzufügen und bestätigen. So, jetzt schauen wir mal. Denn schon gleich gebaut wird. Ne, da fehlt halt noch was, nämlich wahrscheinlich die Hüllenteile. Aber unsere Raumdockhändler sind ja fleißig wie die Bienen. So, aber kann man hier eine Warteschlange irgendwie sehen? Ne, wahrscheinlich noch nicht, ne? Also die Materiewandler werden mittlerweile nachgekauft von den anderen Stationen. Das passt soweit auch. Ich würde mal sagen, das dürften die beiden sein, die jetzt die Hüllenteile liefern. Schmugglerschiff in der Nähe entdeckt. Bitte helfen Sie bei der Verfolgung. Ja, noch haben sie nicht abgeliefert. So, jetzt wird aber gebaut, übersehen. Ja, da ist unser Geier. Wird sogar nochmal extra grün angezeigt. Die Höhlenteile sind schon gleich weg. Ja, also die Höhlenteile werden höchstwahrscheinlich die der Flaschenhals sein. Ganz ehrlich, Leute, jetzt bin ich am Überlegen. Reichen die Höhlenteile-Fabrikationen aus, die ich schon habe? Kann ich irgendwo bei anderen Stationen, wo ich Hüllenteile produziere, das eventuell noch so einstellen, dass sie noch mehr extern verkaufen können? Oder brauche ich jetzt nochmal extra eine Hüllenteile-Produktionsstätte mit 5 Hüllenteilen-Produktionen? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. So, wir beschleunigen jetzt den Bauvorgang einfach mal. Ja, unser erster selbst hergestellter Frachter. Auch für die Zukunft. Der muss ja dann sowieso dann generell auch selber mit versorgen. Ich meine, der Vorteil von nochmal einer eigenen Hüllenteile-Produktion hier wäre natürlich die kurzen Wege zum Nachliefern, ne? So, genau. Jetzt wollen wir mal schauen. Und zwar... Okay, das machen wir jetzt mal. Ja, wenn man zu viele Spiele gleichzeitig spielt, dann kommt man mit den Tastenbelegungen halt doch einfach mal durcheinander. So, zur Sicherheit würde ich den Nexus Nana jetzt mal raten, auch schon mal hier hinzufliegen.
Genau, und unserem Geier schicken wir jetzt auch natürlich hier hin. Ja, dann war es das wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und ja, wir liefern den Geier ab. Eventuell helfe ich da ein bisschen nach. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Dann mit einem profitablen Gebiet finden, denke ich mal. Und dann müssen wir wahrscheinlich den nächsten Geier bauen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und ja, diese Episode beende ich im Anflug, beziehungsweise Vorbeiflug wird es ja, meines Hauptquartieres. In diesem Sinne, tschüss.